Heute verbrennen wir Dinge in reinem Sauerstoff. Warnung! Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Wenn Dinge verbrennen, findet eine chemische Reaktion statt. Der verbrennende Gegenstand reagiert mit dem Sauerstoff aus der Luft. Er wird oxidiert, aber unsere Luft besteht nur zu 21% aus Sauerstoff. Das heißt, wenn wir etwas unter erhöhter Sauerstoffatmosphäre anzünden, wird die Verbrennung noch heftiger wirken. Deshalb habe ich mir extra für dieses Video 99,95%igen Sauerstoff bestellt. Und das war nicht gerade billig. Schaut mal in der Beschreibung nach, denn da habe ich ihn verlinkt. An den Anschlussschlauch, welcher aus Plastik besteht, habe ich dann noch ein Metallrohr angebracht, denn sonst würde die ungewollte Verbrennung des Schlauches stattfinden. Wusstet ihr schon, dass beim Verbrennen des Kunststoffes PVC neben Wasser und Kohlenstoffdioxid noch giftiges Chlorwasserstoffgas entsteht, welches, wenn es sich in Wasser löst, eine Salzsäurelösung bildet? Naja, zurück zum eigentlichen Experiment. Ich habe mir hierfür einen hitzebeständigen Laborglasbecher besorgt. In diesem wird sich der reine Sauerstoff, welcher schwerer als das eigentliche Luftgemisch ist, auf dem Boden sammeln. Und natürlich habe ich mich darauf eingestellt, dass der Laborglasbecher nach diesem Versuch, etwas beschädigt sein wird. Allerdings ist beim Laborglas die Zerspringungsgefahr wesentlich geringer. Aber trotzdem sollte man hierbei seine Augen mit dem Tragen einer Schutzbrille schützen. Beim ersten Versuch habe ich Sauerstoff in den Becher gegeben und ein Stückchen Holz angezündet. Und sobald das glühende Stück Holz Kontakt mit der erhöhten Sauerstoffkonzentration bekam, fing es sehr heftig an zu verbrennen. Aber wie heftig das eigentlich ist, fällt einem erst auf, wenn man es mit der Verbrennung an normaler Luft vergleicht. Was meint ihr? Ist das der nächste Grillanzünder? Wer den Stahlwolle-Trick aus einem früheren Video von mir noch kennt, wird vielleicht schon auf diese Reaktion gewartet haben. Wir geben etwas Stahlwolle in einen Becher, geben den Sauerstoff hinzu und zünden sie an. Sie ist unglaublich schnell durchgebrannt. Und hier brauche ich eigentlich noch nicht mal einen Vergleich bringen, denn ein Teil der Stahlwolle ist geschmolzen und hat sich in Form dieser Eisennuggets auf dem Boden gesammelt. Was bedeutet, dass diese Reaktion mindestens Temperaturen von über 1200 Grad erreicht hat. Bei dieser Reaktion reagiert übrigens das Eisen aus dem Stahl mit dem Sauerstoff zu Eisenoxid. Anschließend habe ich noch eine Zigarette an das Schlauchende gesteckt und reinen Sauerstoff durch diese fließen lassen. Und jetzt schauen wir mal, wie lange es noch diese Zigarette gibt. Ist das nicht cool? Und bevor jetzt die Frage kommt, nein, ich rauche nicht und ich halte auch nicht viel davon. Das Geld, welches ich mir durch den Verzicht spare, gebe ich dann lieber für solche Sachen aus. Zu guter Letzt habe ich dann noch ein Stück Kohle angezündet und den Sauerstoff direkt zugeführt. Auf dem Video sieht die Reaktion bei weitem nicht so hell aus, wie es in echt der Fall war. Ich musste eine Sonnenbrille tragen, um nicht geblendet zu werden. Außerdem hat diese meine Augen vor dem Funkenflug beschützt. Deshalb sollte man diesen auch nur mit großer Vorsicht genießen. Haben euch diese Versuche auch so sehr gefallen wie mir? Und welcher hat euch am besten gefallen? Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, musst du dir noch unbedingt mein Video anschauen, in dem ich zeige, wie man reinen Sauerstoff mit einem selbstgebauten Gerät selber herstellen kann. Und vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und den Abo-Knopf zu drücken, um kein weiteres Experiment mehr zu verpassen.